Große Bachelor-Lüge, waren Christina und Daniel nie ein Paar? Am Donnerstagabend machte die große Neuigkeit die Runde, nach nur wenigen Monaten Beziehung hat sich das Bachelor-Paar Daniel Wülz, 33, und Christina Jansen getrennt. Wie die Gewinnerin der letzten Rose preisgab, waren vor allem die fiesen Gerüchte über Krisen und Affären der Grund für das Liebesaus. Die Promi-Flass-Leser sind da aber ganz anderer Meinung, sie bezweifeln, dass der Immobilienmakler und die Tänzerin je wirklich ein Paar waren. Haben die beiden ihre Liebe etwa die ganze Zeit nur gespielt? Schon kurz nach Bekanntgabe der Trennung begannen sich die Spekulationen im Netz zu häufen. Der Grund, für die Zuschauer des Formats hat es zwischen und nie wirklich gefunkt. Da war doch nie etwas Echtes dran, das ist alles gelogen. Und waren die je zusammen? Ich glaube nicht, lauten beispielsweise ein paar Facebook-Kommentare von Promi-Flass-Lesern. Doch viele Fans sind auch traurig über den plötzlichen Schlussstrich. So schreibt ein User, sie waren ein schönes Paar, egal, was da wirklich war. Eine, die das Ende der Romanze schon Anfang der Woche vorhergesagt hatte, ist Jessica Neufeld, 23. Im Promi-Flass-Interview erklärte die Bachelor-Kandidatin und Nebenbuhlerin von Christina am Montag, ich gebe den beiden 2 bis 3 Wochen, dann machen sie die Trennung öffentlich. Tut ihr wirklich nicht gut und das ist auch wirklich keine wahre Liebe. Denkt ihr, dass an den Spekulationen etwas dran ist? Stimmt unten ab.